Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Minecraft. Ja, ich bin in Viridian City in unserer guten alten Pokémon Adventure Map. Und ja, ich bin jetzt leider im Survival und wir stellen uns jetzt mal vor, ich habe das ganze Spiel durchgespielt, bin in die letzte Stadt gekommen und habe etwas freigeschaltet. Ein neues Feature. Und zwar möchte ich jetzt mal gleich zur nächsten, zur dritten Stadt Corellian City, also gehe ich hier ins Pokémon Center. Da muss ich was ändern, sonst werden mir immer Leben abgezogen. Und hier gibt es die Station, juhu. Die habe ich freigeschaltet jetzt, dann gehe ich mal hier runter. Und wir kommen hier bei dem Station raus. So, wie geht das Ganze? Wir wählen jetzt erstmal ein Ziel aus, und zwar Corellian City, wo ich hin möchte. Jetzt gehe ich in den Zug und die Fahrt beginnt automatisch. Bitte anschnallen, haben Sie eine gute Fahrt und bitte nicht den Zug verlassen, solange Sie nicht den nächsten Bahnhof erreicht haben. So, jetzt schalten sich Weichen und durch ein intelligentes Weichensystem kann ich nun mit dem Zug nach Corellian City fahren. Wir sehen, die Weichen sind hier genauso geschaltet, wie sie sein müssen, wo ich herfahren muss. Und komme dann zum Ende in diesem Tunnel heraus. Das ist ein Highspeed-Tunnel, wie man sieht. Und da vorne ist auch schon Corellian City. So, wir kommen an. Zug wird automatisch weggenommen. Reach Destination, welcome in Corellian City. Und wir sind jetzt in Corellian City. So, ich gehe jetzt hier oben wieder hoch. Und verlasse nun das Pokémon Center. Wir sehen. Juhu. Corellian City. Die neue Stadt, die ich baue, 1:1. Wie gesagt, Städte baue ich 1:1. Das wisst ihr ja mittlerweile von mir. Ich habe mir mal einen Plan der ganzen Map erstellt, habe mir den ausgedruckt. Und sehe, dass die Map gar nicht mal so groß ist. Hier gibt es auch schon diese wunderbare Route. Die hat ein Dead End. Was hier kommt, weiß ich nicht. Eins weiß ich aber, diese Route ist sehr regnerisch. Mit anderen Worten, wenn man die Brücke passiert hat, fängt es jetzt an zu regnen. Das ist so einprogrammiert. Wie man sieht, ja, jetzt geht's auch schön hier los. Hier hinten gibt es irgendein Feature. Was genau, weiß ich nicht. Ist noch im Bau. Hier ist das Meer, wie man sieht. Ende der Welt. Juhu. Ja, dann würde ich sagen, rennen wir mal zurück nach Corellian City, denn sobald man in Corellian City ankommt, hört es auch wieder auf zu regnen. So, und dann geht es weiter zur nächsten Stadt, und zwar Saffronia City. Die noch nicht fertig ist. Naja, sie ist noch im Bau, das wird die Hauptstadt der ganzen Stadt, und ehrlich gesagt, freue ich mich schon riesig, diese Stadt zu bauen, weil das die Hauptstadt ist. Wie gesagt, die Route ist eigentlich ganz anders, weil Saffronia City ist direkt unter der Stadt da hinten. Naja, wie man sieht, die Route sieht so aus. Denkt dran, alles was hier weiß ist, wird später nachher dichter, fetter Wald sein, da wird man nicht durchkommen können. Das ist jetzt aber zum Bauen eine Erleichterung für mich. Ja, da oben ist eine Kiste. In der Kiste sind Cheatcodes drin. An diese Cheatcodes kommt man dran, wenn man ein bisschen nachdenkt. Nicht durch Cheaten, aber wenn ihr nachdenkt, könnt ihr hier einen Parcours machen, der euch dazu führt, dass ihr hier hochkommt. Es gibt wirklich die Möglichkeit. Ich habe das schon so eingebaut. Also müsst ihr darauf achten, dass das funktioniert. Müsst ihr ja, euch etwas überlegen, sagen wir so. Es gibt eine Möglichkeit, diese Kiste zu erreichen. Das ist, soll erstmal gesagt sein. Was habe ich denn jetzt so alles gemacht? Wie wir sehen, den Bahnhof habe ich gemacht. Das war auch etwas Arbeit. Okay. Meine No-Clip-Funktion funktioniert gerade nicht. Sorry, kurzer Einbruch. Ja, wir gucken uns das Ganze von der Technik mal an. Das hier ist der Bahnhof. Wie funktioniert denn jetzt eigentlich der Bahnhof, fragt ihr. Natürlich ist es immer der gleiche Bahnhof. Wenn man jetzt losfährt, ist alles okay. Kommt man dazu, bla bla bla. Man fährt dann da hinten her und kommt dann zum Ende immer hierher. So, wenn man dann hier ankommt, geht hier Strom drauf, weil hier drüber ist so eine Detector Rail. Strom läuft hier rein, teleportet den Spieler rechtzeitig heraus, damit der Spieler nicht gegen den Kaktus fährt. Beim Kaktus geht das Minecart kaputt, fällt in Dropper, die darunter versteckt sind und landet dann hier drin. Wie man sieht, zwei fehlen. Insgesamt sind alle eigentlich voll. Der eine ist hier drin und der andere sitzt schon da vorne. Das heißt, passt das System. Ja, wenn man ein Ziel auswählt, jetzt sieht das Ganze hier viel zu kompliziert aus, ist es auch. Das Problem war, ich hatte viele Knöpfe. Jetzt geht das nicht. Bind and slash no clip. Dankeschön. So, jetzt kann ich auch hier durch. Weil ich alle Knöpfe nebeneinander habe. Das war das Problem. So, deshalb muss ich ein bisschen tricksen. So, wir wählen jetzt mal irgendein Ziel aus. Dieses Ziel ist noch nicht. Oder ich nehme jetzt mal, sieht mir doch angezeigt. Nehmen wir mal Pewter Town. So, was jetzt passiert ist in der Technik.
Man sieht, Pewter Time, Town Time wird hier ausgewählt. Also, wenn jetzt der Zug ankommt, gehen einmal alle diese Pisten runter, das Signal läuft dann weiter in zwei Command-Blöcke. Einmal diesen Command-Block, der setzt eine Variable, und einmal den Command-Block, der sagt dann Hallo und herzlich willkommen in Pewter Town. Das ist schon die ganze Technik. Was die Variable bedeutet, vielleicht ist es in meinen alten Videos schon mal hervorgegangen, ansonsten zeige ich es gleich nochmal. Das mit den Weichen ist einfach Kappes, die werden durch Zufall irgendwie geschaltet und ihr fahrt durch einen kleinen Irrgarten, damit es den Anschein hat, dass ihr irgendwo ganz anders hinfahrt. Aber später, wer das nicht weiß von der Technik, hat wirklich das Gefühl, dass man wirklich unter der Map herfährt. Und das wollte ich auch irgendwie vermitteln. Ja, was ist das jetzt mit den Variablen, fragt ihr euch. Die Variablen sind durch das Pokémon Center gesteuert. Jedes Mal, wenn ihr ein Pokémon Center betritt, wird eine Variable gesetzt. Und zwar je nach der Stadt, die ihr betritt. Ich betritt die Stadt von Kyrillian City und jetzt ist Variable 3. Das Pokémon merkt sich Variable 3. Wenn ich nun rausgehe, lädt es die Variable 3 und teleportet mich dann dahin. Und wenn ich jetzt ins Pokémon Center reingehe und mal die Variable verändere, nach Scoreboard Player Set Leo Minecraft PKNC, so heißt die Variable 1. Na, nehmen wir mal 2. Ist das die ID von Viridian City? Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe, sind wir auf einmal in Viridian City. Nein, scheiße, Quatsch. In Pewter Town. Ja, so, jetzt geht's. Ja, das ist das System, so funktioniert's. Das Museum habe ich noch nicht eingerichtet, aber ansonsten ist dieser Vorbereich fertig. Die Stadt Kyrillian City ist auch fast fertig. Hier habe ich was sehr Paradoxes. Eine Lampe, die ausgeht, wenn es Nacht wird, aber angeht, wenn es Tag wird. aber wichtig zu sagen ist, es bleibt in der Map Tag. Ich kann durch, das habe ich sogar ganz gut gelöst, wenn ich eine Variable verändere, Scoreboard, also die Zeit wird jede Minute, das wollte ich sagen, jede Minute auf Tag gesetzt. So, das muss man verstehen. Jede Minute passiert so eine Art Minutenroutine in der Map. Einmal werden meine Hungerbar da unten, ja, ich kann das schlecht zeigen, meine nicht neben der Lebensanzeige, das, ich weiß nicht, wie sie es nennt, Hungerbar, nenne ich jetzt mal so, wird einmal aufgefrischt und meine Leben werden aufgefrischt jede Minute. Und es geschehen noch einige Sachen und es wird zum Beispiel immer auf Tag gemacht. Somit bleibt die Sonne immer Tag. Wenn ich jetzt allerdings auf Nacht schalte, so, dann schaltet sich diese Funktion, jetzt seht ihr diese, habt ihr es da rechts gesehen, Saturation, das war das Auffrischen jede Minute. So, wenn ich das jetzt auf Nacht schalte, schaltet sich das erstmal aus. Das heißt, ab jetzt kann die Zeit nicht mehr jede Minute verändert werden, bis es komplett Nacht geworden ist. Wir sehen, wir haben einen schönen Sonnenuntergang, das wird jetzt langsam dunkel, wie es in Minecraft ist. Und erst wenn es wirklich Nacht ist, erst dann schaltet sich diese Minutenfunktion wieder ein und ab dann wird jede Minute, wie heißt es, wird es einmal auf Nacht gestellt. So, das heißt, die Zeit friert dann sozusagen ein. Das finde ich ganz schön. Da habe ich ein bisschen dran gesessen, damit das so funktioniert, aber somit hat man einen schönen Übergang zwischen Sonne und Nacht. Ich finde das blöd, wenn es auf einmal, ist es auf einmal Nacht. Das mag ich nicht. Ja, einige Easter Eggs. Na, nichts Großes. Häuser habe ich jetzt noch nicht viel gemacht in der Stadt. Freuen tue ich mich ja vor allen Dingen auf die Kyrillian City. Dort werdet ihr auch die erste Mission erhalten. Wie gesagt, es gibt ja einmal die Story, dass ihr jede Pokémon, Dingsbums da durchzockt, um zur Pokéliga zu kommen. Und einmal die Mission, dass ihr Team Rocket aufhalten müsst, diese kleinen bösen Racker. Ich würde sagen, ich mache meine Minimap mal wieder an. Mache ich immer zu Videozwecken aus. So. Links oben könnt ihr sicherlich schon auf brillante HD-Qualität on YouTube, ich mache es mal ein bisschen näher, schon lesen. Cave 1, ich habe die ganzen Caves beschriftet. Hier ist die Cave 1, kennt man ja sicherlich schon. Ja, mit Gras drum drauf, lustig. Ja, wo wird die Pokéliga sein? Hier, Viridian City. Hier geht's zur Pokéliga. Da kommt dann irgendwann noch hier so ein Checkhaus und wenn man alles fertig hat, geht's los zur Siegerstraße und ich glaube, jeder von euch kennt und hasst die Siegerstraße in Pokémon. Ich wollte ja schon Minecraft sagen. Die Siegerstraße fordert euch nochmal im Extremen auf und dann gibt es zum Ende einen Bossfight. Ja, die Pokéliga. Und ich probiere bei der Pokéliga vielleicht auch das Spielfeld ein bisschen umzubauen, das Kampffeld. Ne, wir erinnern uns. Das Kampffeld. Ich mache jetzt auch mal die Nacht wieder aus, weil die mich nervt. Null. So, das Kampffeld probiere ich dann umzubauen, dass sozusagen irgendwie die Wände sich verändern. Ja, eben, dass man weiß, da steht was Großes an. Wie man sieht, Chunks updaten sich ja noch nicht. Ja, ist auch okay. Juhu. Ich schalte das Ganze mal eben schon aus. Scoreboard Player Set. Scoreboard Player Set. The Joe Minecraft von 0. Das ist die Variable, mit der man das System abschalten kann.
So, ich gehe jetzt nochmal nach hier unten, wenn sich mal meine Chunks generieren könnten. Gucken uns die Technik mal an. Der Laden, ich bin dabei, den Laden auch noch ein bisschen umzubauen, einzurichten, wie es funktioniert. Diese Treppe hier endet in nichts. Das ist ja, wie gesagt, ich vielleicht habe schon vorhin mitgekriegt, man wird hin und her teleportiert. Wir haben hier noch das hohe Gras, habe ich ein bisschen perfektioniert, habe einige Idiotensicherungen eingebaut. Hier wäre das mit Tag und Nacht. Wie ihr seht, derzeitig kann die Zeit noch nicht verändert werden. Das war gerade die Minutenroutine. Erst wenn diese Clock abgelaufen ist, dann ist der Sonnenaufgang, ist die Sonne komplett aufgegangen und dann schaltet sich dieser Piston an und ab dann wird jede Minute die Tageszeit verändert. Gut. Ich glaube, der Bahnhof ist die größte Änderung, die ich gemacht habe. Und ehrlich gesagt, ich finde ihn auch wirklich schön. Und was so schön war, so macht dann wir das Ganze nochmal. Ja, wollte sicherlich nochmal, mache ich nochmal. Diesmal wähle ich Viridian City aus, denn jeder Anfang ist auch gleichzeitig ein Ende. Man steigt in den Zug. Sobald man in den Zug steigt, startet automatisch die Fahrt. So, juhu, ist das mal nicht geil hier, dieser Tunnel. Schön durch Zufall hier die Steine hin und her gesetzt. Wir kommen hier hin. Weichensystem. Und diesmal fahren wir hierher, den ganz kurzen Weg. Ja, ganz durch Zufall wird es wirklich gestellt. Aber das merkt man zum Ende nicht. Ja, und dann kommt man auch zum Ende hier raus. Wenn Zethblings Filter mal funktionieren würde, ich glaube, apropos, ich kann nochmal zeigen, hier, Hoppers, sobald das Minecart dagegen schlittert, geht's kaputt und fällt sofort ein Hopper. Wenn Zethblings Filter mal funktionieren würde, mit dem man Spawner, also dieses Spawn Structure Filter, vielleicht kennt ihr den nicht, das Dumme ist, der funktioniert irgendwie nicht. Zumindest macht er nicht das, was ich will. Vielleicht bin ich auch zu doof dazu, aber erstmal macht er nicht das, was ich will. Ich möchte ganz andere Sachen mit dem Filter machen und der macht mir nur meine Map kaputt, löscht irgendwelche Chunks und so. Naja, würde der funktionieren, würde ich da eine ganze Menge mitmachen, zum Beispiel das Kampffeld bei jedem Kampf umzubauen oder den Bahnhof umzubauen, aber naja, geht nicht. Deshalb bleiben wir bei Clean Vanilla. Tatsächlicherweise gibt es keinen einzigen Spawner hier in der Map oder nichts, was mit MC Edit überarbeitet worden ist, außer der Farbe bei den Command-Block-Texten, weil dazu muss ich ein Zeichen einfügen und zwar dieses Zeichen hier ist. Kann ich noch nicht mal einfügen. Doch, da, dieses Dollarzeichen, was ihr jetzt im Chat seht. Das muss, nee, Quatsch. Das Zeichen, nein. Genau, das Zeichen neben dem Dollarzeichen, auf der 3, dieses Paragraphzeichen, das kann ich nicht einfügen in Minecraft. Das drücke ich jetzt hier die ganze Zeit, es kommt nicht im Chat. Mit diesem Paragraphzeichen könnt ihr nämlich Farbe ändern. Das geht nur mit diesem Filter. Tja, wenn es aber geht, dann funktioniert es auch. Und das macht dann halt dieser Filter von Zethling. Ja, das war auch schon alles zum Video. Jetzt habe ich gesagt, jeder Anfang ist ein Ende. Ich wollte eigentlich zurück nach Viridian City. Ja, und dann würde ich mal sagen, erstmal danke weiter für die Abonnements, die ihr mir gibt. Und ich freue mich natürlich darüber, das wisst ihr ja auch mittlerweile. Mein 100 Abonnenten-Special ist fertig. Wie gesagt, ich wiederhole mich nur. Ich freue mich schon, das zu releasen. Und vielen Dank erstmal für die Teamarbeit und wir sehen uns dann im nächsten Video, wird wahrscheinlich nächsten Mittwoch online kommen. Ciao!